So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie. Mit ganz kleiner Verspätung sind wir jetzt gestartet. Es gab leider ein kleines Tonproblem, aber Sie sollen mich natürlich hören, wenn wir hier die JFD-Live-Trading-Sendung starten des Nachmittags, heute 10.07., kurz nach 17 Uhr. Wir schauen auf die US-Märkte, die hier ähnlich positiv in den Tag kommen, natürlich wie die europäischen Märkte. Und wir schauen auf den S&P ganz kurz. Hier die Einschätzung ja von gestern war, hier unterhalb dieses Widerstandslevels kurzfristiger Natur 2070 Punkten. Wir hatten hier diese eine Art Long Ledge Doji gesehen. Tatsächlich dann hier eine weitere Abwärtsbewegung, die sich hier ja nahezu in grandioser Form auch umsetzte. Und tatsächlich fiel der Markt hier bis zum Close dann tatsächlich wieder in die Richtung von 2048 Punkte zurück. Hier gab es dann direkt im außerbörslichen Nachthandel, ähnlich wie die Gaps, die uns heute im europäischen Sektor erreichten, dann hier eine starke Aufwärtsbewegung, die sogar jetzt dann im vorbörslichen Handel hier schon für einen Ausbruch über das Level von 2070 Punkten sorgte. Und jetzt vielmehr hier der Index mehr oder weniger auf den Versuchen, hier weiter nach oben rauszuziehen. Tatsache ist, wir haben hier unten das Unterstützungslevel von rund 2048 Punkten erneut bestätigt. Abermals grandios. Wir sehen jetzt hier wirklich einen Mehrfachboden, der an Relevanz definitiv nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, oberhalb dessen können die Bullen immer noch hoffen. Es sei denn eben, wir brechen nach unten raus, dann ist das Bild natürlich völlig neu zu bewerten. Aufgrund dessen, dass wir uns jetzt hier sozusagen über die Zone von 2065 und hier kurzfristiger Natur 2070 erhoben haben, kann man jetzt eigentlich für die kommenden Handelsstunden positiv sein. Ob hier die große Euphorie ausbricht und wir hier in den bis zum Widerstand vordringen, hier bei 2085 Punkte, das muss sich erstmal zeigen. Aufgrund des Öffnungsgaps wage ich das fast zu bezweifeln. Wäre aber eine theoretische Option, dass der Markt hier praktisch nochmal nach oben rauszieht vor dem Wochenende. Nur am Wochenende, Sie wissen ja, da hatten wir unlängst schon die schärfsten Bewegungen. Also 2085 ist hier oben der Deckel drauf, auch natürlich beim heutigen Tageshoch. Und ansonsten ist es jetzt vielmehr so, dass ich hier im Rahmen der Eröffnung des Openings und des Lows, das wir bislang gesehen haben, und ich mache das mal hier als Rechteck deutlich, hier eine Seitwärtsrange sehen bis zum heutigen Handelsschluss. Es sei denn, wir sehen einen Ausbruch daraus, aber den kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Insofern wären hier dann spätestens in der kommenden Woche kurzfristige aufsteigende Notierungen in Richtung 2085 Punkten denkbar. Ansonsten hier gehen wir mal in den Tageschart. Zum S&P haben wir ein Inside, das heißt, die Kerze handelt innerhalb der, und das ist jetzt sehr, sehr interessant, wenn wir uns mal hier die Tageskerzen der letzten Zeit anschauen, die hier an ihrer Extremität nicht zu ja, verneinen sind. Wir gehen jetzt mal hier auf die Chicago Mercantile Stock Exchange. Jetzt haben wir hier Inside, wohin man blickt. Das heißt, die Handelskerze läuft innerhalb der Vortageskerze. Das ist schwer, speziell die vom 8.7. Gehen wir auf die Indikation wieder von JFD Brokers. Und da sehen wir auch, dass die Kerzen, also hier zumindest die Annahme, dass wir erst nochmal runter Richtung 2048 gehen, das hat sich ja gestern hier mit dieser eigenartig anmutenden Inverted Hammer Kerze hier tatsächlich verdeutlicht. Heute, wie gesagt, schießen wir nach oben raus, aber wir sind immer noch inside der Kerze hier vom 8.7., genau wie der gestrige Handel. Und das heißt, hier grob gesprochen kann man innerhalb dieser Handelskerze nur von einer neutralen Bewegung sprechen. Und wenn wir diesen Tageschart uns jetzt genauer anschauen, dann bleiben nicht viele Optionen, denn wenn wir hier nach unten doch noch raussegeln sollten, also unter das Tief hier der schwarzen Kerze vom 8.7. Schrägstrich, das wäre hier bei 2043,80 Punkten, dann sehe ich halt für heute nicht kommen, eher mehr hier ein Inside-Geplänkel. Wenn wir hier nach unten rausziehen sollten, dann wäre es natürlich so, dass wir hier definitiv Richtung 2030, 2025 Punkte zurückfallen. Das behalten wir uns mal für die kommende Woche vor. Geht es hingegen hier nach oben raus, dann haben wir hier bei 2085 eben den Deckel drauf. Und das wird praktisch für die kommenden Woche, für die kommende, nicht kommende Woche, für die kommende Woche das Zünglein an der Waage sein. Also wie arbeiten wir uns jetzt hier aus dieser Range raus? Also einerseits die Inside-Kerze vom 8.7., andererseits eben hier diese tumultartigen Kerzen, die sich hier aneinanderreihen und insofern einmal hier mit einer Art Hammer, einmal hier mit einer Art Inverted Hammer daherkommen und insofern pure Unsicherheit signalisieren. Was schön zu sehen ist, dass der Bereich von 2048 hier während der letzten Tage und hier auch in der Zone um 2045 sogar mit Rückblick bis auf den März gehalten haben. Das ist natürlich leicht positiv zu sehen. Ob das allerdings reicht, hier nochmal die große Euphorie zu entladen, wage ich mal ein Stück weit zu bezweifeln. Wir dürfen hier schließlich nie vergessen, dass der Markt dahingehend
immer wieder interessant ist und hier rein saisonal ja für eine bekannte Schwäche spricht. Und wenn wir davon ausgehen, dass jetzt hier in den nächsten Wochen turbulente Zeiten anstehen könnten, haben wir jetzt hier unter Umständen erst den Anfang einer Gegenbewegung gesehen, also einer zyklischen, sowohl auch saisonalen Gegenbewegung, die hier noch an Fahrt gewinnen könnte. Und insofern wäre hier kurzfristig bei 2085 Punkten dann auch wieder die Bewegung nach unten rein technisch zu favorisieren. Wie gesagt, da müsste man einzig Preise oberhalb dieses Levels sehen, damit man hier wieder leicht bullische Hoffnung fahren kann. Aber auch dies dürfte dann eher korrektiver Natur sein und sich nicht wirklich entfalten. Doch was die Märkte konkret machen, werden wir in den kommenden Handelstagen in der nächsten Woche wieder genauer unter die Lupe nehmen. Da soll es dann wieder speziell auch um den DAX gehen, der sich dann hoffentlich nicht mehr so als wildes Tierchen kennzeichnet. Generell die heutige Erholung ja auch relativ gesehen dynamisch zu Beginn, dann jedoch alles ein ganzes Stück abgeflacht und im Endeffekt muss man jetzt sehen, wie der Markt jetzt hier dann aus dem Handel geht. Zum Schluss sind wir nochmal schön aufgedreht, aber grundsätzlich, ob das reichen wird, jetzt hier, um das Ganze in die nächsten Wochen zu tragen, muss man tatsächlich erstmal sehen. Denn übergeordnet sind wir da auch beim DAX natürlich noch in einem Abwärtsimpuls, der sich allerdings oberhalb von 11.400 Punkten mehr und mehr aufweichen würde. Insofern Spannung für die kommende Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein entspanntes Wochenende. Hoffe, Sie hatten einen guten Handelstag, wenngleich auch hier der Chancen nicht ganz so reich waren, je nachdem, welches Marktvehikel man im Fokus hatte. Aber wenn große Eröffnungsgaps in den Markt kommen, dann muss man sich immer ja, positionieren, ob man hier noch aufspringt, abspringt oder wie man da am besten noch agiert. Viel besser sind es natürlich, wenn Bewegungen sukzessive vom Opening starten und dann noch entsprechend Range-Potenzial aufweisen. Doch wir sind nicht hier im Wunschkonzert und passen uns den Märkten natürlich an. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende, viel Sonnenschein und etwas Entspannung. Wir hören uns Montag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.